Jungle. Wir befinden uns am Bahnhof Grütze in Winterthur, auf der städtischen Baustelle von Querung Grütze. Mit der Querung Grütze bauen wir das zentrale Puzzlestück für die neue ÖV-Drehscheibe Bahnhof Grütze und für die Entwicklung des neuen Stadtteils Neuhegi-Grütze. Nach über 15 Jahren Entwicklung und 10 Jahren Planung haben die Bauarbeiten im Januar begonnen. Die Bauarbeiten verlaufen nach Plan und die ersten Veränderungen sind sichtbar. Wir konnten in den letzten 8 Monaten die beiden Installationsplätze einrichten. Installationsplatz Mitte, wo früher das Bündnerareal war, neben dem SBB-Unterwerk, und Installationsplatz Süd, der sich zwischen Kaffeerösterei Küng und Keller Druckmesstechnik befindet. Um das Brückenbauwerk über dem Bahnhof Grütze erstellen zu können, mussten zuerst die Bahnanlagen wie auch das SBB-Unterwerk angepasst werden. 15 Kilovolt Fahrleitungen wurden im Boden verlegt. Der neue, über 30 Meter hohe 132 Kilovolt Übertragungsleitungsmast und seine Ausleger wurden in die neue Lage gesetzt. Die Werkleitungen im Bereich Werk und St. Galler Straße wurden verlegt und die Entwässerungsleitung für die neue Brücke erstellt. Die Vorbereitungsarbeiten werden in diesem Jahr planmäßig abgeschlossen. Anfang August konnten wir auch, wie geplant, mit den Installationen für den Brückenbau beginnen. Beim Bauprojekt Verarbeiter Queringer Grütze stellen sich für uns als AG folgende Herausforderungen. Einerseits bauen an der Bahn, im Bahnbetrieb, andererseits bauen im Industriequartier. Für das Bauprojekt, wo ja die neue Brücke eigentlich umschließt, machen wir eigentlich eine Baufeldräumung. Wir machen bestehende Rohrblöcke, wir machen bestehende Installationen, Werkleitungen umbauen, an neue Orte verlegen, sodass nachher die Infrastruktur für die neue Brücke eigentlich vorgegeben ist. Und wir nachher können sagen, die Werkleitungen sind wieder alle in Betrieb und die neue Brücke funktioniert nachher wieder auch oben durch. Innerhalb von unserem Los sind unsere Aufgaben, Vorbereitungsarbeiten machen, dass man nachher eigentlich die Brücke bauen kann. Die Bauarbeiten verliefen auch dank der sehr guten Zusammenarbeit mit dem SBB effizient und problemlos. Das große Verständnis und die Unterstützung der Kaffeerösterei Küng, der Keller Druckmesstechnik und dem Agricycling haben die Bauarbeiten erleichtert. Ein Bauprojekt in der Dimension der Querung Grütze geht leider nicht ohne zeitweise Beeinträchtigungen für die Anwohnenden und Betriebe über die Bühne. Wir bemühen uns, für Sie die Einschränkungen so klein wie möglich zu halten.